Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen. Ich bin römisch-katholischer Priester, sogenannter Sedisvakantist. Das heißt, ich gehöre nicht zu der Gruppe des sogenannten Zweiten Vatikanischen Konzils. Und ich habe heute am 24.07.2011 einen Text veröffentlicht, Rezept zum schnellen Abnehmen, eine Seite lang. Und da habe ich einen kleinen Plan zusammengestellt, wie man ziemlich schnell, ziemlich sicher, ziemlich viel abnehmen kann. Die derzeit vielleicht schwerste Epidemie, das Übergewicht, nimmt weiter zu. Trotzdem besteht bei vielen noch Gleichgültigkeit und Verwirrung bezüglich einer gesunden Ernährung. Deshalb hier exemplarisch ein typischer Diätplan mit Angaben zur Kalorien sowie den Prozentsätzen an Kohlenhydraten, Fett und Protein. Von Protein außerdem auch die Menge in Gramm. Hier jetzt also die drei Mahlzeiten, das Frühstück, 50 Gramm Weizenkleie, 50 Gramm zuckerarmes Vollkornmüsli, Basismüsli, also ohne zum Beispiel Früchte oder Schokolade, 500 Milliliter Sojadrink und ein Apfel. Das sind ungefähr 600 Kalorien mit 42% Kohlenhydraten, 27% Fett und 22% Protein. Insgesamt 33 Gramm Protein. Das Mittagessen, 15 Gramm Walnusskerne, 15 Gramm Mandelkerne, 15 Gramm Kürbiskerne, eine Scheibe Vollkornbrot, ein Ei und zwei Äpfel. Das sind 720 Kalorien, 38% Kohlenhydrate, 48% Fett, 14% Protein, insgesamt 25 Gramm Protein. Und das Abendessen, 15 Gramm Haselnusskerne, 15 Gramm Sonnenblumenkerne, 52 Gramm Magerquark, 500 Gramm Tomaten und ein Apfel. 530 Kilokalorien, 33% Kohlenhydrate, 36% Fett, 31% Protein, 41 Gramm Protein. Über den Tag verteilt sind zusätzlich ca. 2 Liter Wasser zu trinken. Insgesamt 1850 Kilokalorien, davon 98 Gramm Protein. Alles meines Erachtens sehr einfach und auch sehr lecker und auch sättigend. Nun ja, also zusätzlich zu diesem kleinen Plan habe ich dann noch 11 mögliche Einwände gegen diesen Diätplan zusammengestellt. Erster Einwand. Die Kalorienmenge spielt für das Abnehmen, Zunehmen nur eine untergeordnete oder gar keine Rolle. Antwort. Es gibt mehrere große Studien, bei denen die Testpersonen die gleiche Kalorienmenge eingenommen haben, allerdings mit unterschiedlichen Anteilen an Kohlenhydraten, Fett und Protein. Ergebnis: Für das Gewicht sind die Kalorien von entscheidender Bedeutung. Also natürlich gibt es die ganzen unterschiedlichen Ideologien wie Low Carb, also wenig Kohlenhydrate oder Low Fat oder nur noch Protein und so oder nur noch abends essen oder nur noch morgens essen oder nur bei Vollmond essen oder bei Vollmond nicht mehr essen. Oder 5 Mahlzeiten am Tag oder 5 Stunden vor dem Abend, vor dem Schlafen nichts mehr essen. Aber im Endeffekt kommt es dann doch immer auf die Kalorienmenge an. Also für das Gewicht, wie sich da die Kalorien dann auf den Körper auswirken, das ist dann eine zweite Frage. Aber die Kalorien sind schon der entscheidende Dreh- und Angelpunkt. Zweiter Einwand. Nicht immer lassen sich die Kalorien exakt zählen und nicht immer lässt sich der Kalorienbedarf exakt bestimmen. Antwort, beides stimmt, aber beides kann man immerhin ungefähr einschätzen. Die Beachtung der Parameter wie Geschlecht, Körpergröße und Tätigkeit erlaubt Berechnungen des ungefähren Kalorienbedarfs und daran sollte man sich eben auch ungefähr halten. Also es gibt im Internet eine ganze Menge von Kalorienbedarfsrechnern, die funktionieren alle ziemlich ähnlich. Also eine Formel ist zum Beispiel die Benedict-Harris-Formel oder Harris-Benedict-Formel. Also bei mir zum Beispiel 190 cm groß, 80 Kilogramm schwer ungefähr, wären das ungefähr 3000 Kalorien oder über die Woche verteilt, ungefähr 21.000 Kilokalorien, die ich zu mir nehmen muss, um eben mein Gewicht zu halten. Also das ist abhängig natürlich von Körpergröße, Gewicht, Sport, aber gibt eben wie gesagt noch eine ganze andere Menge Parameter, nur im Endeffekt ist das doch ziemlich ähnlich. Dritter Einwand. Mit dieser hohen Kalorienmenge kann man nicht abnehmen. Antwort.
Oft liegt der Tagesbedarf für Männer bei 2500 Kilokalorien, bei Frauen bei 2000 Kilokalorien. Bei einem angenommenen Tagesbedarf von 2500 Kilokalorien beträgt hier also das Energiedefizit 650 Kilokalorien. Das Energiedefizit pro Woche sollte insgesamt maximal 3500 Kilokalorien betragen, entsprechend einem halben Kilo Körperfett. Bei einem größeren Energiedefizit können Komplikationen verschiedenster Art auftreten. Also ein Kilogramm Körperfett entspricht ungefähr 7000 Kilokalorien. Also Fett hat an und für sich 9 Kilokalorien Energie pro Gramm. Und das Körperfett ist aber etwa so aufgebaut wie Butter. Also es sind nicht dann 9000 Kilokalorien, die man für ein Kilo abnehmen müsste, sondern etwa 7000 Kilokalorien. Vierter Einwand. Der Anteil an Kohlenhydraten oder Fett oder Protein ist zu hoch bzw. zu niedrig. Antwort: Von der bloß ideologischen, das heißt von der unwissenschaftlichen bzw. antiwissenschaftlichen Befürwortung oder Ablehnung von, je nachdem, Kohlenhydraten, Fett, Protein, einmal abgesehen, viele Menschen kommen mit einem Kalorienverhältnis von 40% Kohlenhydraten, 40% Fett und 20% Protein gut zurecht. Der absolute Anteil von Protein pro Tag sollte allerdings normalerweise zwischen 0,8 Gramm und 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht liegen. Das heißt zum Beispiel einem Gewicht von 80 Kilokalorien zwischen 64 Gramm und 96 Gramm. Also wie gesagt, Low Carb und Low Fat und High Protein und wie das alles heißen mag, das sind größtenteils Ideologien, die also mit der Wissenschaft nichts zu tun haben oder der Wissenschaft direkt entgegenstehen. Zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass man mindestens 50% der benötigten Kalorien aus Kohlenhydraten nehmen soll. Andere meinen, das wäre zu viel. Also mit 40% Kohlenhydraten eigentlich kommt man eigentlich ganz gut aus. Also dieses Low Carb, dass man nur 5% aus Kohlenhydraten maximal zieht, das ist sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss. Und was den Proteinbedarf betrifft, also es gibt also eben die Aussagen, dass zu viel Protein, also zu viel Eiweiß, die Nieren schädigt oder Gicht fördert. Da spricht wohl einiges auch dafür. Aber ich denke, mit 20% Kalorienanteil oder mit etwa 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt man doch ganz gut aus. Also extreme Bodybuilder, die nehmen 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich jeden Tag oder vielleicht sogar noch mehr. Das sind wohl auch nicht alle krank, die das machen, aber Bodybuilding ist so ein Kapitel für sich und ich finde das ehrlich gesagt auch in vielen Fällen schon krankhaft. Fünfter Einwand. Die Unterscheidung von Kohlenhydraten, Fett und Protein ist viel zu ungenau. Antwort: Das stimmt und wurde auch bei diesem Plan berücksichtigt. Es gibt Zucker und komplexe Kohlenhydrate. Es gibt gesättigte, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte essentielle Fettsäuren. Es gibt essentielle und nicht essentielle Aminosäuren. Zum Beispiel sollte Zucker möglichst vermieden werden und die Fettsäuren sollten überwiegend ungesättigt sein. Die Verbraucher sollten möglichst auf möglichst genaue Nährwertangaben achten und sich auch nicht mit einer ungenauen Informationspolitik abfinden. Also zum Beispiel Nüsse sind meines Erachtens eine ganz hervorragende Ernährungsmöglichkeit. Deswegen sind in diesem Diätplan auch sehr viele Kerne enthalten, auch von echten Nüssen, Walnuss. Kerne und Haselnusskerne, Walnüsse und Haselnüsse gehören zu den echten Nüssen. Die liefern auch sehr viele ungesättigte Fettsäuren, bei Walnüssen vor allem mehrfach ungesättigte und bei Haselnusskernen einfach ungesättigte Fettsäuren. Und bei den Proteinen sollte man eben darauf achten, alle essentiellen Aminosäuren jeden Tag zu sich zu nehmen. Sechster Einwand. Der Körper braucht auch Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und so weiter. Das stimmt und wurde ebenfalls bei diesem Plan berücksichtigt. Nahrungsergänzungsmittel sind ein Thema für sich. Also zu Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es also so viele unterschiedliche Aussagen. Was wohl stimmt, ist, dass die Versorgung mit Eisen und Jod
also auch in Deutschland nicht immer so optimal ist. Da kommt also ziemlich häufig zu Eisenmangel und Jodmangel. Das weiß ich zum Beispiel auch deswegen, weil ich Blutspender bin und es immer wieder erlebe, dass Blutspender nach Hause geschickt werden, weil eben deren Eisenwert zu niedrig ist. Also meiner war letztes Jahr 14,2, der liegt normalerweise so um 15 und der müsste mindestens bei 13,6 Milligramm Deziliter liegen. So, also siebter Einwand, auch Sport ist wichtig. Das stimmt, schließlich geht es ja nicht eigentlich um Verlust von Gewicht, sondern von überschüssigem Körperfett, vor allem von Bauchfett. Knochen und Muskeln sollen nicht schwinden, sondern gestärkt werden. Aber auch Sport ist ein Thema für sich. Also viele reden ja über den Body Mass Index, also den Index der Körpermasse. Der sagt aber nichts aus über den Körperbau und wo sich das Fett ansammelt. Da ist viel interessanter der Bauchumfang und den sollte man eben mit dem Zentimetermaß messen und beobachten, dass der Bauchumfang ein gesundes Maß erreicht. Also bei Männern zum Beispiel sollte er deutlich unter 102 oder eigentlich sogar deutlich unter 94 Zentimeter sich bewegen. Bei mir ist er etwa bei 80, 81 Zentimeter. Achter Einwand. Eier erhöhen den Cholesterinspiegel. Antwort: Erfahrungsgemäß können Eier sogar den Cholesterinspiegel senken. Gerade hier lohnt der Selbstversuch. Man kann zum Beispiel in einer Apotheke die Cholesterinwerte aktuell und nach 3 Monaten mit täglichem Eierkonsum messen lassen. Also bei mir war das so, ich lasse mich also alle 2 Jahre bei so einem Check-up auch auf meinen Cholesterinwert untersuchen. Und das hatte ich so gerade hinter mir und da hatte ich so einen Wert von 196. Man sagt so, der Idealwert so zwischen 150 und 200 Milligramm Deziliter. Ja, und dann hatte ich eben bei den Nachrichten mal gesehen, dass diese Geschichte vom bösen Eiercholesterin, also ein Mythos sein soll und dass das Cholesterin, was in Eiern vorhanden ist, den Cholesterinspiegel nicht erhöht, normalerweise nicht erhöht, sondern sogar senken kann. Also ob der Cholesterinspiegel idealerweise tatsächlich unter 200 liegen soll, das bleibt nochmal unbeachtet. Möglicherweise kann der auch problemlos höher liegen, aber bleiben wir mal beim Thema Cholesterinspiegel erhöhen. Also ich habe gelesen, dass mit dem Eiercholesterin, das wäre also ein Mythos. Dachte ich, gut, top, die Wette gilt. Ich probiere es doch mal aus. Ich habe mich also dann ein paar Wochen regelmäßig mit Eiern, mindestens ein Ei pro Tag ernährt und dann wieder meinen Cholesterinwert messen lassen. Und der war tatsächlich dann um 20 Punkte gesunken, also bei 175. Und vor 3 Wochen habe ich das wieder messen lassen, da wieder bei 175, also trotz täglichen kontinuierlichem Eierkonsum. Also ich meine, gut, das hat ja bei ihr jetzt so geklappt. Jeder kann es ausprobieren. So ein Cholesterintest in der Apotheke dauert irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten und kostet 3, 4 Euro vielleicht. Also wenn man nur den Gesamtcholesterinwert messen lässt, man kann es auch noch teilen nach den verschiedenen Cholesterin, also Fetten, also LDL, HDL, aber das lassen wir jetzt mal weg. Nur der Gesamtcholesterinwert, wie sich der entwickelt, kann jeder testen lassen, braucht er mir nicht zu glauben. Also der Selbstversuch ist meines Erachtens allemal wert. Neunter Einwand: Die Ernährung nach diesem Plan ist ungenießbar. Antwort: Geschmäcker sind verschieden und können sich ändern. Erfahrungsgemäß führt ein permanentes Überangebot von Salz und Zucker zur Abstumpfung des Geschmacks Empfindens und vor allem des Sättigungsempfindens. Das heißt, es wird fast nur noch verzuckertes und versalzenes Essen als schmackhaft empfunden und dementsprechend bevorzugt. Und obendrein wird dieses verzuckerte und versalzene Essen überreichlich konsumiert. Der Körper setzt dadurch überschüssiges Fett an, von möglichen sonstigen negativen Folgen der permanenten Überdosis aus Salz und Zucker ganz abgesehen. Allerdings führt der Wechsel zu einer normalen Ernährung erfahrungsgemäß auch zu einem Geschmackswandel weg von Salz und Zuckerbomben hin zu Obst und Gemüse. Also gut, Obst enthält auch Fruchtzucker, aber das wirkt sich auf den Körper anders aus als diese Zuckermengen, die in Süßigkeiten zum Beispiel enthalten sind. Schokolade, Vollmilchschokolade besteht also normalerweise zu über 50%
aus Zucker. Und wenn man jetzt bedenkt, man soll pro Tag nicht mehr als 50 Gramm Zucker zu sich nehmen, dann hat man allein durch eine Tafel Schokolade schon diesen Rahmen dann gesprengt. Also schon 55 Gramm Zucker allein durch eine Tafel, 100 Gramm Schokolade. Naja, natürlich, es gibt ja auch ganz unterschiedliches Obst und Gemüse. Also Äpfel sind sogar noch relativ reich an Zucker. Aber weswegen ich vor allem Äpfel empfehle, ist, man bekommt sie praktisch die ganzen Jahre über problemlos, preiswert. Also in den letzten Wochen habe ich vor allem viel Erdbeeren gegessen, weil es die Saison war. Und jetzt werden auch viele Pflaumen gegessen. Ich variiere da auch und manches Gemüse esse ich also nicht nur frisch, sondern auch aus der Dose, zum Beispiel Mais oder Sauerkraut. Nur soll ja möglichst einfach sein, dieser Diätplan, der ist ja auch nicht für die Ewigkeit gedacht, also jedenfalls nicht für den Rest des Lebens, wenn es noch jedenfalls jahrelang dauern soll, sondern eben nur, dass man sich erstmal für ein paar Wochen da so einlebt. 10. Einwand. Mittags muss oder will ich im Büro essen. Speziell das Mittagsessen ist bei diesem Plan leicht transportabel. Also die Nüsse, also die verschiedenen Kerne, Walnusskerne, Mandelkerne, Kürbiskerne, kann man in so ein kleines Döschen tun. Scheibe Vollkornbrot passt auch noch da rein. Ein Ei vielleicht auch noch da rein. Und die 2 Äpfel kann man auch noch transportieren, alles kein Problem. Und das kann man auch im Büro essen, wenn man sich vor seinen Kollegen schämt, warum eigentlich. Aber wenn man das tun sollte, kann man das auch irgendwo privatim dann essen. Aber jedenfalls transportmäßig ist das sicherlich einfacher und unproblematischer als in die nächste Kantine oder zum nächsten Fastfood-Lokal zu gehen. 11. Einwand. Gesundes Essen ist teuer, Einkauf und Zubereitung sind sehr umständlich und zeitaufwendig. Antwort: Es ist wohl teurer und aufwendiger, beim nächsten Fastfood-Anbieter zu essen, als sich nach diesem Plan zu ernähren. Und über die unterschiedlichen Folgekosten, über die unterschiedlichen Auswirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden ist erst recht nicht zu schauen. Also ein wichtiger Gedanke ist, manche kommen eben nur mit der Mortalitätsrate, also wie alt Leute werden mit einem gewissen Gewicht und so, die Sterberate. Also das mag ja ganz interessant sein, aber man muss sich auch mal vor Augen halten, wie die Leute leben. Also wer übergewichtig, wer stark übergewichtig ist, was führt der für ein Leben? Also das sollte man sich mal wirklich fragen, auch wenn er sehr alt sein sollte oder werden sollte, ist das so erstrebenswert, übergewichtig zu sein? Ist es nicht eher angenehm, im Jetzt zu leben und sich wohlzufühlen und gesund zu sein? Abschließend, weder muss man sich von Ernährungsmythen verwirren lassen, noch muss man sein Übergewicht mit dem Hinweis verteidigen, dass sich viele Ernährungsideologien widersprechen. Stattdessen kann man die heute weitgehend bestehenden hervorragenden Möglichkeiten nutzen, sich über gesunde Ernährung zu informieren und sich daran zu orientieren. Also das Ganze ist dieser kleine Text, dieser minimale Diätplan, das ist nur ein Ansatzpunkt, der natürlich auch individuell angepasst werden muss und nur als erste Orientierung und dient natürlich kein Allheilmittel für alle ist, aber er ist eben, wie gesagt, ein Ansatzpunkt und er zeigt, dass es nicht notwendig ist, unbedingt in seinem Übergewicht und vielleicht auch mit den gesundheitlichen Nachteilen zu leben. Warum ich mich damit beschäftigt habe, warum ich dazu einen Text geschrieben habe, warum ich dazu ein Video gemacht habe, obwohl ich eben katholischer Priester bin, also Vagantist, in den Moral Texten komme ich immer wieder auf Passagen zum Thema Ernährung, weil das Fastengebot eben besteht und dass die Ernährung eben ein wichtiger Punkt ist bei der Selbstdisziplin, beim Opfergedanken, weil im Neuen Testament immer wieder vom Fasten, vom Verzicht und Disziplin die Rede ist. Und das ist eben auch mein Motiv, mich damit zu beschäftigen und den Leuten auch zu helfen, mir zu helfen und den Leuten zu helfen, ein bewusstes, diszipliniertes, auch gottgefälliges Leben zu führen. Das ist möglich und dazu möchte ich eben aufrufen.